Instagram hat in letzter Zeit einige neue Features ausgerollt. Hier sind 5 Tipps und Tricks, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass du die meisten noch nicht kennst. Auf der Neuland-Tipps Instagram-Seite wird bald viel mehr guter Content kommen und es wird Gewinnspiele geben, wo ich einige Gadgets und Gutscheine verlosen werde, die sich bei mir angesammelt haben. Wenn du mir dort noch nicht folgst, kannst du das Video kurz pausieren, zu Instagram wechseln, Neuland-Tipps folgen und danach das Video weiterschauen. Und nun viel Spaß mit den Tipps und Tricks. Wenn du von der Startseite von rechts nach links wischst, kommst du zu den Direktnachrichten, wo seit kurzem bei jedem Kontakt angezeigt wird, wann er das letzte Mal online war. Das kannst du glücklicherweise für deinen Account ausschalten, sodass du wieder bei Instagram online gehen kannst, ohne dass es all deine Kontakte sehen können. Gehe dazu auf dein Profil, dann hier oben rechts zu den Einstellungen und dort findest du etwas weiter unten die Möglichkeit, den Aktivitätsstatus zu deaktivieren. Dadurch kannst du aber die zuletzt Online-Infos deiner Freunde auch nicht mehr sehen. Wenn du eine abgeschickte Instagram-Nachricht bereust oder einen Fehler entdeckst, kannst du die entsprechende Nachricht zurückrufen. Einfach die Message kurz getippt halten, bis dieses Fenster aufpoppt und dann auf Nachricht zurückrufen gehen. Folgst du einem Instagram-Account, den du richtig feierst, wo du neue Bilder sofort sehen und einer der ersten Kommentare sein willst, dann kannst du entweder hier im Feed über dem Bild auf die 3 Punkte und dann auf Beitragsbenachrichtigungen aktivieren gehen oder diese Option auf dem entsprechenden Profil auswählen. Instagram-Stories sind sehr beliebt, aber es wird sicher einige Profile geben, wo du die Stories langweilig findest. Damit die dich beim Anschauen der Stories nicht stören, kannst du sie stumm schalten. Tippe dazu einfach die Stories-Bubble etwas länger gedrückt und dann hier auf Stumm schalten. Dadurch wird sie nicht mehr im Story-Stream abgespielt und sie erscheint in der Leiste ganz rechts, wo du wieder mit getippt halten das Stummschalten auch wieder aufheben kannst. Mit diesem Trick kannst du deinen Texten einen Farbverlauf geben. Markiere zuerst den Text und halte dann mit einem Finger den Cursor und mit einem anderen Finger eine Farbe. Swipe dann gleichzeitig mit beiden Fingern zur Seite. Wie du siehst, entsteht so ein cooler Regenbogeneffekt. Weitere Instagram-Stories, Tipps und Tricks kannst du in dem hier verlinkten Video anschauen. Tippe dazu einfach auf das Thumbnail.